Sampri und Batschi lässig. Viel Spaß. Hallo auf Sampri und Batschi lässig. Heute unboxen wir ganze zwei Geräte. Einmal das neue PPFone 20 Plus und das normale PPFone 20. Ja, wir fangen gleich an. Ich habe hier schon die Unboxing-Schere. Es sind eigentlich, es steht hier nur drauf PPFone 20 und hier PPFone 20 Plus. Wir fangen aber an mit der größeren Verpackung. Wir lösen das ab. Dann bringe ich euch gleich etwas weiter runter. Oh, und übrigens, ich habe hier eine blaue Wand, die seht ihr jetzt nur so halb. Hier. So. Jetzt seht ihr halt mein Tablet. Weil ich habe es hier stehen habe, damit ich sehe, was ihr seht. So, jetzt knie ich mich wohin. Also, hier müssen wir noch das aufschneiden. Dann müssen wir hier das noch aufmachen. Und dann können wir es auch noch hier aufmachen. Hier haben wir erstmal eine Anleitung. Blablabla. Ja, so, hier blablabla steht jetzt hier. So, den Verpackungsdeckel. Wir heben es an. Und hier ist das Gerät, das darf keiner sehen von uns. Und dann haben wir hier einen Ladestecker, ein Ladekabel und ein Wireless Charging Pad. Und das Gerät an sich, eine viel zu große Verpackung eigentlich, aber immerhin eine coole Verpackung. So. So. Und hier ist das Gerät. Es hat eine Double-Kamera hier. Hier ist sie. Hier ist das PPFone 20P Media. Ja, hier haben wir das Gerät. Es gefällt mir eigentlich. Weil wir haben hier noch einen physischen Home-Button. Nicht vorhanden. Wir haben hier nicht vorhandene. Das Plus, habe ich ja schon gehört, hat solche Zurück- und Multitasking-Knöpfe. Und wir müssen uns dann, gleich schauen wir uns noch die Geräte an. Wir müssen gleich hier weitermachen mit dem Kleinen, sonst ist das Video zu lang. So. Hier machen wir jetzt erstmal auch auf. Das Unboxing-Video ist es ja eigentlich. Und erster Eindruck-Video auch. Muss ich das ja auch irgendwie nennen. So, jetzt haben wir es jetzt mal ein bisschen fertig gemacht. Hier ist das Gerät, ein Wireless Charging Pad und ein Ladekabel. Okay. Und irgendeine Abdeckung, die gehört hier dazu. Und, ja. Ein riesige Geräte. Das ist hier das P-Media. Das ist auch ein P-Media, aber hier steht halt hinten drauf PPFone 20 Plus. Und hier ist eine Dribble-Kamera und eine vierte Kamera. Und hier auch mit Blitz dann integriert. Eine Notch. Schade. Leider schade. Nicht so toll. Hier haben wir noch ein 4 und hier. Ich habe auch ein selbst gebaut. Und übrigens, alles hier ist selbst gebaut. So. Damit es auch geklärt ist. Ja, dann können wir jetzt so, weil ich eine schöne Folien drauf und so, hier Abo bitte da lassen und tschüss.